Recht herzlich willkommen zur 119. Folge von Simotrans. Ja, wir haben Sonderhausen und Adenau, wo wir erweitern müssen. Hier oben ist eine Stelle, das haben wir ja dann auch da in Sonderhausen noch zu machen. Aber fangen wir erstmal hier an. Einmal Fahrzeuge und Straßen brauchen wir. So, das war hier eine Bushaltestelle. 2, 3, das heißt, wir müssen noch da eine bauen. Und werden dann diese Stelle dahin machen. Ist das so richtig? Ja, das ist so richtig. Und jetzt ist noch der Postkasten daneben zu bauen. Machen wir den dahin oder wohin? Ja, wir können noch ein bisschen länger ziehen, dann will man das da auch abdecken, ne? Ich glaube, wir ziehen die Straße einen Tacken länger her und machen den Postkasten rechts daneben. Dann haben wir schon diese zwei Flächen da auch noch abgedeckt, wenn da noch was sich mal irgendwann entwickeln sollte. Gut, und dann müssen wir die Linie noch ändern. Linie Stadtbus Adenau. Altenau und Adenau. Wir brauchen Adenau. Linie ändern. Starrenweg ist da und da. Das heißt, der fährt dann eigentlich nach da. Das würde bedeuten, hier einfügen. Und zwar dort und dann zum Dingenspügel, genau, und dann wieder den einfügen, ne, oder? Macht das Sinn? Starrenweg, da lang, da lang, da lang, da lang, ne, macht keinen Sinn. Dann macht es mehr Sinn, hier den nochmal einzufügen, ne? Ja, so macht's glaub Sinn. Gut, das heißt, das haben wir. Das sollte auch ein Postauto fahren. Passt auch. Dann ist das erledigt. Dann können wir jetzt von hier aus weiter nach Sonderhausen. Weil da war ja auch da oben was. Ah ja, und hier unten war sogar auch noch eins, ne? So, das bedeutet, hier ist es. Können wir die Straße da verlängern? Warte mal, 1, 2, 3, 4. So machen wir das. Stellen das dahin. Überlappt dann zwar, aber das ist auch egal. Und den Postkasten daneben passt's, ne? Und dann hier oben ähnlich. Da ist es dann so, dass wir hier oben die Bushaltestellen haben müssen, ne? Ja, so wird's sein. Dann die Haltestelle dahin gebaut, das passt. Und die Post daneben passt dann auch, ist dann auch abgedeckt. So, dann Stadtlinie ändern, Stadtbuslinie ändern. Sonderhausen, da, die wird dann auch besser. Ach, da fährt gar kein Postwagen, der fährt da anders, ne? Gut, dann machen wir erst das. Linie ändern. Ja, das ist jetzt zu überlegen. Da unten ist es Sonderhausen Asimovweg. Ist da. Das heißt, da einfügen, ne? Ist da hinfahren. Asimovweg, Hirschweg. Und dann den da wieder einfügen, oder? Asimovweg, Hirschweg, Asimovweg passt. Und oben ist es dann nach Unterer Ländle. Farmbar zum Weidmannsdorfer Straße und dann wieder hier hin, ne? Und dann weiter. Ja, sieht so aus, ne, da ist nochmal Unterer Ländle. Das würde bedeuten, erst dahin.
Jörgs Rathaus. Oh. Weidmannsdorfer Straße. Weidmannsdorf, andere Ländler. Weidmannsdorfer Straße, Mittelgebirgs. Ne, dann fahren wir wieder zu. Ne, kann man so lassen, oder? Na, das wird jetzt komisch. Aber okay, das ist jetzt auch nicht so spielentscheidend, dass wir da zweimal hinfahren. Einmal reicht eigentlich. Lassen wir, ach so, Post war da auch noch, ne? Dann müssen wir nochmal nach der Postlinie gucken da. Aber Post läuft da anders, ne? Post läuft so, ne? Und in Sonderhausen fährt da jetzt die Post erstmal einzeln ab, glaube, ne? Untere Ländle. Müssen wir da einfügen machen? Soll er da noch vorbeifahren? Dann fährt er nämlich hier komplett durch. Und dann ist es hinzufügen auf jeden Fall. Dann kommen wir dann zum Schluss wieder zurück vorbei, ne? Genau. Dann ist das schon da erledigt. Aber wir brauchen noch die... Ne, hier Schweg. So, und da kommt er von wo? Von Lauter? Asimovix? Ja. Das bedeutet da einfügen, da hinfahren. Und dann da nochmal eintragen, auch da dann vorher. Genau so ist es richtig eigentlich. Sollte so passen dann. Gut, okay. Ja, hier ist es abgedeckt, da ist noch nichts neu gebaut. Jetzt würde ich nochmal schnell die Karte durchklicken, bevor wir da irgendwo was nicht haben. Aber das ist alles. Hier oben war letztes Mal noch, ja, Waldeck. Hat da oben noch was gebaut, aber das wird auch nicht lange dauern, bis da noch was kommt. Floto ist abgedeckt, Riedenburg. Hat da oben es schon erweitert, aber noch kein... Bebauung gemacht. Hardexen ist hier auch, aber auch noch nichts Spielentscheidendes. Und hier ist auch alles abgedeckt. Adenauer waren wir gerade. Ja, Radolf Zell können wir mal gerade hier hinklicken. Da ist nichts, ne? Und dann haben wir noch Döbeln. Und da ist auch noch nichts passiert. Gut, dann ist das soweit gut. Ja. Läuft eigentlich, ne? Jetzt müssten wir mal gucken. Wer hier schlecht runterfährt oder hochfährt oder so. 12.512 kommt jetzt aber an, oder was? Ne, fährt vorbei und hält die irgendwo an. Ne, ist richtig gewesen. Oh, jetzt ist 6400 plus, okay. Hat der da noch geklappt? Der ist irgendwo anders unterwegs, aber das Jahr ist noch jung, ne? 31. Januar, deswegen wird er jetzt auch vielleicht gerade bei denen das angezeigt, dass die noch nichts verdienen. Machen wir gerade einen Stacken schneller, bis der hier ankommt, da ist er nämlich. Und der hat dann 18.000 plus. So, dann haben wir hier noch einen. Ja, der liegt da die ganze Zeit und macht nur miese. Ein Stück gut lädt der. Wahrscheinlich hier die Südfrüchte und die werden nirgendwo gebraucht, deswegen passiert da auch nichts. Mal lassen liegen, so viel miese ist das jetzt nicht. Dann haben wir den hier, der kommt gerade an. Und hat dann auch ein Plus gemacht. Und ja, ist dann die Frage, wer da was macht noch. Dann haben wir diese schicke Straßenbahn, die da Minus gerade einfährt. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Das rentiert sich wahrscheinlich überhaupt nicht, ne? Ja, 18 Sack Post, 72 Passagiere ist halt so, ne?
Aber die ist halt da und ja, müssen wir so lassen. Die wird immer mir so erstmal einfahren. Gut. Das ist ein Postschiff. Die fahren direkt hintereinander her, oder was? 108. Das ist aber woanders. Dann fährt das eine Plus, oder was? Auf jeden Fall bei Weitem besser. Die sind im Hafen, im Dingens, ne, die haben ausgemustert, okay. Ist verkauft. Weg damit. Gut. Wo steht der oder fährt der? Der ist auch irgendwo drin, ne? Aber den kann man noch notfalls einsetzen. Und irgendwo muss das Plusschiff dann Postschiff sein, oder? Wo ist denn das? Da ist es. Okay, das ist das vordere dann. Das ist voll geladen und das hintere nicht. Aber das hat schon 108, ne? So ist nicht. Also es ist nicht wenig. Fahren wir schneller voran und machen wir einen von den beiden verfolgen. Na, ja, der fährt jetzt noch döbeln, oder wo fährt er hin? Ja. So, er wird wieder volle Ladung haben, 14.750. Er subventioniert den zweiten dann halt mit, ne? Da sind wir mit 10.000 unterwegs, okay. Ist wieder voll geladen. Und ja, den müssen wir schon dahinterher jagen, ne? Gucken, 108 hat er, was kriegt er dann? 45 nur, okay, da machst du natürlich nicht viel. Der hat jetzt gerade eine Nullnummer hier geschafft, ne? Ist halt so, würde ich sagen. Aber das wird sich schon mit der Zeit verbessern, dass der dann auch noch mehr hat vielleicht. Schöner wäre es natürlich, wenn wir den jetzt nochmal gerade stoppen. Dass der andere ein bisschen vorfährt, damit die Zeit dazwischen noch größer wird. Der Abstand größer ist, ne? Wie, da kommt das nächste schon, oder was? Ja, komm, dann mach den zu und lass den fahren. Das bringt ja nichts. Was hat er denn jetzt hier geladen dann? Haben beide 45. Ich wollte gerade sagen, habe ich doch gerade was mit 45 gesehen. Passt also. Ja. Türbeln, Floto, Floto. Ah, obwohl, das sind unterschiedliche Fahrten. Alles klar. Wenn sich bei dem das natürlich gar nicht rentiert. Naja, ist aber okay so. Lass laufen. Und ja, der ist da immer noch am Liegen und kriegt nix. Dann ist das halt so. Die Bahn fährt immer mehr miese ein. Das ist auch so. Ich weiß nicht, wenn hier ein Passagierschiff kommt, ob es dann besser wird. Dass er dann ein bisschen mehr Ladung hat. 16,6 ist nix, ne? 12,6 hat er jetzt zum Mitnehmen. Lohnt nicht. Ja, und das andere sind alles Zufahrten. Was haben wir hier für einen denn noch? Wo ist denn der jetzt gerade? Ah, der wartet auf Beladung, weil irgendwo wahrscheinlich nichts abgeholt wird dann. Okay. Hat aber Plus. Okay, jetzt sieht es dann so aus. Die Bahn ist jetzt schon am schlechtesten. Wo fährt das Schiff lang? Fährt jetzt hier unten an dann. Mal gerade schneller gucken, weil der da was abholt. Ja, jetzt hat er schon Plus gemacht wieder. Okay, da brauchen wir also auch nicht drüber reden. Das hat funktioniert.
Die werden sich tragen, die Schiffe. Da brauchen wir uns keinen Kopf drum machen. Gut, läuft soweit. Die Bahn. Noch ein Postschiff. Das ist das zweite dann. Wo fährt der Mercedes hier? In Altenau. Ja, das ist die kleine Runde hier, ne? Das ist auch nicht effektiv, ne? Ist klar. Da ist aber auch nichts zu holen. Ja, man könnte höchstens noch eine Straße hier bis zum Dingens machen, ne? Weil die haben ja hier 16 und 13 an Post. Müsste man noch überlegen, aber ist es das? Gute Frage, ne? Könntest du hier nämlich bis dahin die Straße machen und da einen Postkasten hin und Personen auch. Aber die Post fährt da keiner, oder? Naja. Ich glaube, das lassen wir mal so schön, wie es ist. Okay, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Runde erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.